Ein außergewöhnlicher und mit vielen einmaligen Attraktionen gespickter Freizeitpark ist Enchanted Forest. Damit ihr den richtigen Zauberwald besucht, ist es wichtig zu wissen, dass es um den Enchanted Forest in Turner, Oregon, USA geht. Ende der 1960er Jahre begann Roger Tofty, seines Zeichens Korea-Veteran, Juwelier und zum Schluss, bevor der Park kam, Highway-Mitarbeiter, in Eigenregie nach der Arbeit und an den Wochenenden seinen eigenen Freizeitpark in einen hügeligen Wald direkt an der Interstate 5 zu bauen. Ende 1971 wurde der Enchanted Forest dann der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Der Park war auch gleich ein voller Erfolg. Auch heute ist der Zauberwald von Oregon in Familienbesitz und gleich drei Generationen sind im täglichen Geschäft involviert. Vorneweg, wir glauben, dass die Disney-Parks hier eine der Hauptquellen der Inspiration sind. Bei der Auswahl der Themen begonnen über die präsentierten Attraktionen bis hin zu der Mitarbeiterkleidung und solchen Details wie Namensschildern. Am sinnvollsten startet der Tag mit einem Rundgang durch Storybook Lane. Um es einfach zu erklären, das ist ein klassischer Märchenwald, bei dem man zum Beispiel durch den Kaninchenbau bei Alice im Wunderland läuft oder die Rutsche im Schuh von Old Lady Who Lived in the Shoe rutscht. Es gibt im Park auch weitere große Kulissen und Szenerien zu entdecken, wie Toftyville Western Town, welche einfach mal eine erfrischend andere Westernstadt ist. Oder auch das alte europäische Dorf, was neben Fachwerkhäusern nur aus Burgen und Schlössern besteht. Hier sollte man auf jeden Fall das Snack-Restaurant aufsuchen, um die Fantasy Fountains Waterlight Show nicht zu verpassen. Bevor wir zu den Fahrgeschäften kommen, muss das Thema Preise angesprochen werden. Im Enchanted Forest Oregon läuft das so. Ihr zahlt zum einen Eintritt in den Park und dann mit Ride-Tickets jede Fahrt noch einmal extra. Sowas wie ein All-Rides-Ticket gibt es nicht. Solche Konzepte sind dem einen oder anderen vielleicht nicht ganz fremd, aber meist mit einem kleinen Basispreis verbunden. Hier kostet der Eintritt pro Person $27. Die Attraktionen werden mit Ride-Tickets bezahlt. Ein Ride-Ticket kostet $1. Das muss man jetzt im Hinterkopf behalten. Kids und Senioren sind beim Grundpreis natürlich leicht günstiger, mit $24. Würde man also als Erwachsener alles einmal fahren, wobei das zugegeben nicht geht, wäre man bei $65, also rund 60 Euro. Was eben nicht passen dürfte, sind die Kiddie Bumper Boats. Nett ist hier, dass das Wasserbecken überdacht ist. Knallbunt geht es weiter mit der Mini-Eisenbahn Tiny Toon Train. Neben dem Standardzug gibt es hier ein paar süße Modelle zu bestaunen. Ein Freizeitpark-Klassiker ist das Riesenrad, hier in einer Mini-Version. Und es nennt sich Up and Away Ferris Wheel. Was vor allem in den USA nicht fehlen darf, in solch einer Kids-Area, ist der Frog Hopper. Normalerweise sitzt der Frosch auch oben auf dem Kinder-Drop Tower. Hier guckt er etwas sparsam aus dem benachbarten Beet hervor. Was alle Rides neben dem Standort gemein haben, ist der Fahrpreis von 3 Tickets. Wir befinden uns gerade auch in einer Sackgasse des Parks, an dessen Stirnseite aber noch eine 4-Tickets-Attraktion steht. Speedway Bumper Cars ist ein normaler Autoscooter. Also in den USA normal. Auf deutschen Festplätzen würden die riesigen Sicherheitsbügel doch eher für Stirnrunzeln sorgen. Auf einem kleinen separaten Platz im Park steht mitten im Wald das Carousel und präsentiert sich doch sehr ansehnlich. Hierfür fallen wieder nur 3 Ride-Tickets an. Das volle Potenzial des Waldsettings holt der Park beim Haunted House raus. Alleine von außen schon eine glatte 1. Für 4 Ride-Tickets geht es rein in das verlassene Gebäude. Gleich auf 3 Etagen erwartet euch der Grusel-Walkthrough. Teilweise wirklich sehr gut gemacht. Ein langer Durchlauf und authentischer Muff in der Bude. Ein Must-Do im Park, sowie die 3 Top-Attraktionen im Enchanted Forest, die jeweils mit 5 Ride-Tickets zu Buche schlagen. Challenge of Mondor ist ein interaktiver Dark Ride. Für Leute, die sich auskennen, handelt es sich um einen sogenannten Mystic Mover der Firma ETF. Kurz gesagt, fährt der Wagen mit bis zu 4 Personen ohne Schienen. Der Zauberer Mondor schickt uns los, um Kreaturen der Dunkelheit zu bekämpfen und die kleinen Drumlins zu befreien. Das, gepaart mit einer Punktejagd, die am Ende sogar auf ein richtiges Scoreboard mit Metallschild führen kann, sollte man sich im Highscore-Bereich bewegen. Seit 1996 beheimatet man den Big Timber Log Ride und bietet damit eine Wasserachterbahn. Auf den ersten Blick ist das hier eine normale Wildwasserbahn im Baumstammboot, wie man sie kennt.
Okay, vielleicht etwas verrückt, sehr hoch im Wald aufgeständert. Aber sonst? Sägewerkthema, zwei Abfahrten und kleiner Darkride-Part. Aber für einen kleinen Dip verlässt das Boot den Strömungskanal und wechselt auf Achterbahnschienen. Aber egal, was die Anlage von E&F Myler Industries auch ist, die ca. 12 Meter hohe Abfahrt hat es ordentlich in sich und im Gesamten macht Big Timber Logride einen Heidenspaß. Das war aber nicht die erste Attraktion, in der man sich in einer Wanne fortbewegt hat. 1983 baute Gründer Roger Tufte zusammen mit Dave Windows den Ice Mountain Bobsled. Als Hersteller für diese heute 488 Meter lange Attraktion gibt die Rollercoaster Database die Firma Ascot Design an. Mehr als diese eine Bahn geht auch nicht auf deren Konto. 2 Jahre nach der Eröffnung wechselte man hier übrigens aus der Fiberglaswanne auf die Achterbahnschiene und fährt nicht nur auf und im künstlichen Eisberg, sondern auch sehr schnell, sehr bodennah durch den Enchanted Forest. Teilweise so nah an Bäumen vorbei, dass man froh ist, unter einer Plexiglashaube zu sitzen. Egal wie weit der Park für euch weg ist, egal was das alles unterm Strich kostet, alleine wegen Ice Mountain Bobsled müsst ihr hier hin. Mehr dazu warum im Einzelreview. Aber auch sonst beeindruckt der Park massivst mit seinem einmaligen Charme und Charakter. Enchanted Forest, Oregon.